In diesem Video möchte ich dir die erfolgreichsten Spiele der Jahre 1990 bis 1994 vorstellen. Das Spiel des Jahres ist ein Kritikerpreis, der seit 1979 für die besten deutschsprachigen Brett- und Kartenspiele vergeben wird. Damit du die Spiele auch direkt findest, habe ich sie dir in der Beschreibung verlinkt. 1990 – Adel verpflichtet von Klaus Teuber. Erschienen ist es bei FX Schmidt. Es ist für 2 bis 5 Spieler ab 12 Jahren. Adel verpflichtet ist ein interaktives Spiel, das verschiedene Spielmechaniken in sich vereint. Taktischer Weitblick ist ebenso gefragt wie die Fähigkeit zu geschicktem Handeln und Bluffen. In diesem Spiel existieren keine Würfel. Der Glücksfaktor ist vergleichsweise gering. Die Spieler übernehmen die Rolle von englischen Lords, die sich in einem Wettstreit um die beeindruckendste Sammlung von Antiquitäten und dem damit verbundenen Prestige befinden. Dabei treten sie in Auktionen und Ausstellungen gegeneinander an, schrecken aber auch nicht davor zurück, sich gegenseitig zu bestehlen und setzen zu diesem Zweck bezahlte Diebe und zur Abwehr derselben Privatdetektive ein. 1991 – Drunter und drüber von Klaus Teuber. Erschienen ist es bei Hans im Glück. Es ist für 2 bis 4 Spieler ab 9 Jahren. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Schildbürgern, die gemeinsam eine Stadt mit 2 Mauern, einer Straße und einem Fluss errichten. Dabei verfolgt jeder für sich eine bestimmte Absicht, die gegenüber den Mitspielern möglichst bis zum Schluss geheim gehalten wird. Gewonnen hat am Ende, wer seine eigenen Interessen bestmöglich gegen die anderen Parteien durchsetzen konnte. 1992 – Um Reifen Breite von Rob Bontenball. Erschienen ist es beim Jumbo Verlag. Es ist für 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren. Das Spiel lässt sich in 3 Varianten spielen. In der einfachsten wird eine Strecke auf dem Spielfeld ausgewählt und dabei der Straßenbelag unberücksichtigt gelassen. In einer erweiterten Version hat der Straßenbelag Kopfsteinpflaster oder Bergstrecken mit Anstieg und Abfahrt wie bei einem richtigen Radrennen Einfluss auf den Rennverlauf. Für geübte Spieler lassen sich in der Profiversion mehrere Strecken zu einem Etappenrennen verbinden, bei dem dann Sprintwertungen und der Kampf um das gelbe Trikot hinzukommen. 1993 – Bluff von Richard Borg. Erschienen ist es bei FX Schmidt. Es ist für 2 bis 6 Spieler ab 12 Jahren. Das Lüge-, Betrüge- und Schätzmalspiel. Okay, ruhig bleiben, würfeln und dann wetten. Aber verdammt, was wurde gewürfelt? Stimmt die Zahl? Ein Bluff? Wer legt hier wen rein? Was tun? Wette anzweifeln? Wette erhöhen? Würfel verlieren? Spiel verlieren? Wer richtig blufft, ist ausgebufft. 1994 – Manhattan von Andreas Seyfarth. Erschienen ist es bei Hans im Glück, für 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahren. In dem Spiel bauen bis zu 4 Spieler in 6 großen Städten der Welt, New York, Sao Paulo, Sydney, Kairo, Hongkong und Frankfurt, Hochhäuser und versuchen zugleich, möglichst viele Häuser zu bauen und Mehrheiten in den Städten zu ergattern und zu behalten. Wichtig für die Wertung ist neben dem höchsten Turm und den jeweiligen Mehrheiten auch die Gesamtzahl der Gebäude, die bei der Abrechnung einen hohen Anteil haben. Es kann also auch sinnvoll sein, mehrere kleine Gebäude zu bauen, als sich nur auf das Überbauen zu konzentrieren. Ohne Überbauungen sind dagegen die Sonderpunkte für das höchste Gebäude und die Stadtmehrheiten nicht zu erreichen. Hat dir dieses Video gefallen? Dann abonniere den Kanal und sieh dir auch die anderen Spiele des Jahres an.